Ja, doch. Ja. Meine Güte, ich gehe ja schon. Beruhig dich. Mann. Nicht zu fassen. Open the door to your heart. Ich habe den Schlüssel verloren. Du willst mich nicht reinlassen. Warum? Wie kannst du mich als fleißigen Beamten des Tiefbauamtes nicht bei dir haben wollen? Dabei habe ich doch die Kontrolle über das Bauprojekt eines Wolkenkratzers. Wir. Ja, wir schwebten auch auf Wolke 7. Weiß Gott, wie hoch oben. Open the door. Nur weil ich bat, sie aufnehmen zu dürfen? Es wäre doch nichts passiert. Ich hätte nur die Tür öffnen dürfen, aber du? Warum? Sie hätte ja nicht für immer bei uns bleiben müssen. Wir hätten sie bei uns behalten können. Heißt natürlich auch, dass wir es nicht unbedingt hätten machen müssen. Open the door to your heart. Lässt du mich hier draußen stehen? Warst du nie auf St. Martins Umzügen? Baten wir damals nicht auch darum, uns reinzulassen? Sie hat das Gleiche getan. Hat es nicht aus frohen Kinderkehlen schrill klingend geheißen, lass uns nicht erfrieren? Die Nacht war still, jeder konnte uns hören. Aber wir waren hinterhältig, wir hatten es nur auf die Leckereien abgesehen. Aber sie hätte gar keine Leckereien haben dürfen. Open the door to your heart. Ich fühle die Stille. Die Stille dieser mystischen Umgebung. Ich bin bei ihr, das weiß ich. Draußen doch irgendwie nicht, denn ich weiß nicht, wo sie ist. Ich vermisse sie, obwohl ich vorher nie die Chance hatte, sie kennenzulernen. Um ehrlich zu sein, ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das hätte anstellen sollen. Ein Gefühl bahnt sich den Weg durch mich. Ich kenne es. Auf dieses Gefühl konnte ich mich verlassen. Es sorgte für mich. Aber wer sorgte für sie? Open the door. Ich habe Hunger. Natürlich auch zu deinem Hart, denn ich habe den Schlüssel verloren. Auf Dinge aufpassen? Na, das konnte ich noch nie gut. Als Exmatrikulierter, nicht einmal auf die Uni konnte ich aufpassen. Ich dachte, es würde kommen. Es kam nicht. Aber sie kam. Und zwar, nachdem ich mehrere rote Ampeln passiert hatte. Wohlgemerkt, ohne es selbst zu merken. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das damals angestellt hatte. Ich weiß auch nicht mehr, worauf. Worauf? Ja, Sie hören richtig, ich hatte kein Auto damals. Um genau zu sein, nicht einmal heute. Aber es fuhr. Wahrscheinlich war es etwas Fahrradähnliches. Es gehörte auch nicht mir. Meines hatte ich verloren. Wahrscheinlich kamen sie deswegen. Ich versuchte noch ihnen den Grund meines Verhaltens zu erklären, doch sie glaubten mir nicht. Open the door. Dein Hart brauche ich nicht unbedingt. Er war fett und, ja, wie soll ich sagen, einfach nicht mein Typ. Die laufenden 150 Kilo konnte ich nicht gebrauchen. Aber was ich gebrauchen kann, ist das, was sich hinter den Kilos verbirgt. Diese Dönertheke hat mir ein Freund empfohlen. Ich weiß nur leider nicht mehr wer. Ich habe Hunger. Er öffnet mir die Tür. Er, warum du nicht? Nur wegen ihr? Ich bestelle einen Flammkuchen. Ich ging. Close the door. Open the door. Ich versuchte damals dem Polizisten zu erklären, was es mit meiner mörderischen Fahrradaktion auf sich hatte. Ich sagte, dass ich schon länger auf der Suche nach dem Sinn gewesen wäre, warum es Ampeln gibt. Jetzt weiß ich es. Ich habe auch vergessen, warum ich mich das gefragt hatte. Doch irgendwie schien mir der Polizist gar nicht richtig zuzuhören. Dabei musste er mich gehört haben. Open the door. Egal, ich konnte noch so freundlich bitten. Er ließ mich nicht raus. Wahrscheinlich durfte er es auch überhaupt nicht, vermute ich mal. Doch du holtest mich raus. Jetzt lässt du mich nicht mehr rein. Ein einziges Rein und Raus. Es gibt ja durchaus Situationen, in denen das ganz schön ist, aber normalerweise hat man dann auch eine weiche Unterlage. Open the door. Jetzt stehe ich hier, in guter Gesellschaft. Ich habe meinen Flammkuchen. Doch der wird langsam kalt.
Lass mich rein. Ich habe sie vergessen. Wobei, wenn ich sage, dass ich sie vergessen habe, kann ich sie ja eigentlich gar nicht vergessen haben. Ich rede ja über sie. Diese Gleichung muss ich mir merken. Open the door. Wahrscheinlich ist sie schon woanders. Ich werde sie nicht vergessen, das wird heute nichts mehr. Ist das ein Spiel? Willst du sehen, wer länger warten kann? Das ist doch wie der Größenvergleich von Männern und warum ist eigentlich deine Klingel kaputt? Open the door. Ich schiebe einen Zettel unter deiner Tür durch. Ich kann die Klingel reparieren. Du musst mich nur reinlassen. Ich kann auch dein Herz reparieren. Dabei weiß ich gar nicht, ob es überhaupt kaputt ist. Meines ist es jedenfalls. Open the door. Was muss ich machen? Ziehen oder drücken? Das steht auf dem nächsten Zettel. Open the door. Lässt du mich rein? Sie ist weg. Open the door to your heart. Dieses Raus ist nicht nach meinem Geschmack. Ich will jetzt endlich rein. Open the door. Diese bescheuerte Katze.